Hallo und willkommen zu einem neuen Let's Play hier auf meinem Channel zu Titan Soul. Und dann starten wir auch mal sofort ins Spiel. Spielstand 1, neuer Spielstart. Ja, ein kleines Indie-Game, denke ich mal, wird das sein. Das so ein bisschen an alten Zelda-Spiele erinnert oder vom Gameboy. Und wir sind hier auf einer... Oh, da kommen wir... Okay, wir müssen erstmal ein bisschen gucken. Ah, so schießen wir. Wir haben hier nur ein Pfeil und Bogen und haben mehrere Bosskämpfe, die wir machen müssen. Okay, wir sollen X-Taste drücken. So, mit dem können wir schießen. Mit dem ziehen wir es wieder ran. Ich weiß nicht so wirklich, was wir hier machen sollen. Ich habe noch keine Ahnung von dem Spiel. Wir werden einfach mal sehen, was hier passiert. Okay, komm mal her, mein Pfeil. Wir sollen anscheinend dort irgendwie raufschießen oder gegenschießen. Aber nicht so. So, mit dem können wir da nur gegenrollen. Das fängt ja super an, das Let's Play. Ah, jetzt haben wir es tatsächlich getroffen. Und dort oben geht die Tür auf. Jetzt sollen wir wahrscheinlich hier hoch zu dem Auge und das Auge anschießen. Genau, und jetzt schließt sich jetzt auch unser Pfeil. Nehmen wir natürlich mit. Und dann gehen wir mal weiter. Mit A können wir rollen, ja. Ah, wahrscheinlich sollen wir hier ausweichen. So, Pfeil schön mitnehmen. Und weiter geht's. Und hier haben wir... Oh, einen leuchtenden Fußboden aktiviert. Wir gucken mal weiter. Ja, dieses Spiel hier besteht quasi nur auf Bosskämpfen. Gucken wir einfach mal, was uns hier so erwartet. Den einen Boss, den wir, glaube ich, jetzt hier kennen, sehen, den habe ich mir mal angeguckt. Von daher, ich finde das Spiel eigentlich sehr lustig. Na, komm schon her, Pfeil. So. Oh, schnell beiseite gehen, damit wir hier nicht gleich am Anfang gekillt werden. Das war ja ein super Schuss. Schön daneben gleich an allem. Und wir haben den Gegner wieder geteilt. Oh. Und wir sind tot. Da hat uns dieses Riesenblub gleich mal zu Beginn gekillt. Okay, wir sterben also bei jedem Treffer, den wir erleiden, sterben wir. Oh, das kann ja noch lustig werden. So, hier wackelt wieder der Boden. Der Erdboden bebt. So, und kleiner gemacht. Und weg hier aus der Ecke. Wir kommen nicht mehr weg aus der Ecke. Und wir sind schon wieder gefangen. Ha! Das gibt's ja nicht. So schnell und so oft in einem Let's Play sind wir bisher noch gar nicht gestorben. Beziehungsweise noch nicht so schnell am Anfang. So, da sind wir wieder zurück im Raum. Pfeil kommt wieder. Okay. So. Und daneben. Und schön wieder verfehlt. Na komm schon, Treffer. Und zurück. Und wieder kein Treffer. Und wieder nicht getroffen. Na komm schon. Ah, super geteilt. Ich denke mal, dass wir das Herz wohl brauchen werden. Und wir sind... Wie soll ich mich denn da so schnell wegbewegen, ey? Das gibt's doch nicht. Oh Mann, oh Mann. Früher waren die Gameboy-Spiele irgendwie einfacher. So, wir laufen hier wieder rein. Wir können auch nichts weitermachen außer rollen und schießen. Okay, rollen und schießen heißt also das Motto. So, okay. Während wir den Pfeil anziehen, können wir uns nicht bewegen. So, schön daneben. Und wir haben alles verkleinert mal wieder. So, hier unten erstmal die Ecke. Oh, jetzt lassen wir uns aber hier ziemlich in die Ecke drängen. Oh, das wird ja immer mehr von diesem Blubzeug. Uiuiui. Schnell weiter. Und wir haben das Ding nochmal verkleinert. Das Herz ist freigelegt. Aber wir treffen es natürlich nicht. Oh, wächst das wieder? Und wir haben das Herz freigelegt. Jetzt müssen wir es wahrscheinlich noch einmal treffen, damit wir es töten. Oh, das war schön daneben. Und wir haben das Herz freigelegt und sind tot. Puh. Gut. Auf ein neues. So, wieder in den Raum hinein. In den Herzraum. Und dann gucken wir mal, dass wir das Herz diesmal vielleicht
komplett getötet kriegen. So, wir bleiben einfach mal schön in Bewegung, wenn die Blobs nachher zu klein werden. So. Komm ich. Na komm, aus der Ecke raus da. Okay, wenn wir durch die Pfützen laufen, sind wir erstmal verlangsamt. Gut zu wissen. So, den da hinten würde ich ganz gerne groß lassen. Wenn das klappt, aber das klappt sicherlich nicht. Wo haben wir jetzt unseren Pfeil abgelegt, ist die Frage. Da. Und wir haben es natürlich verkleinert. So, komm her, Pfeil. Oder wir laufen einfach drüber, das geht natürlich auch. Ah, noch kleinere Blubs. Und noch mehr Blubs. Und da haben wir keine Chance mehr gehabt, wegzukommen. Ah. So, wir spielen das Spiel jetzt, keine Ahnung, gute 5 Minuten und sind schon 10-mal gestorben gefühlt. Oh Gott, das wird ja noch was werden hier bei dem Let's Play. Und wieder rein in den Raum. Zurück zu unserem Freund, dem Megablub. Und einmal kleiner. Ah, jetzt haben wir natürlich den wieder ganz klein gemacht und schon sind wir wieder tot. Das war jetzt auch ein bisschen unüberlegt, einfach drauf los. Na gut, auf zum nächsten Versuch. So, einmal schön gegen alles gegenrollen, weil Treppen hochrollen kann irgendwie keiner. Runter geht immer ganz gut, hochrollen ist immer relativ schwierig. So, den haben wir jetzt geteilt. Jetzt kommt natürlich der auf uns zu. So. Super, den haben wir geteilt. Einmal hier rüber. Komm her, mein Pfeil. So, und wir gucken, dass wir nur das Herzding kleiner machen. Okay, einmal hier hinten rum. Und das Herz hält sich natürlich mitten in noch mehr Gegnern auf. Oh, das war knapp. Da hätte man das Herz fast erwischt. Oh, und wir sind vom Herz platt gemacht worden. Minütliches Sterben. Würde ich sagen, einmal die Minute werden wir jetzt gerade platt gemacht. Aber wir versuchen es weiter, bis wir es geschafft haben. Weil es ist tatsächlich doch echt lustig, auch wenn ich mich ganz schön blöd wahrscheinlich anstelle. Einmal schön ausgewichen. Ah, nichts getroffen, okay. So, den dicken ausweichen. Oh, das gibt's doch nicht, das war doch ein Treffer. So, jetzt haben wir schon mal wieder weiter verkleinert. Und das Herz ist freigelegt und, ach nö, das Herz war frei und wir sind doch noch wieder gestorben. Ach Mensch, Leute. Dieses Spiel ist, ja, aber es macht doch irgendwie Spaß. Auch wenn wir uns hier gerade fröhlich durchsterben. So viel Tod. So, komm her, mein Pfeil. Am Anfang geht das noch relativ gut. Oh, da kommen wir nicht mehr weg, oder? Doch, gerade so noch. Huh. Hm. Jetzt haben wir uns aber ganz schön in die Ecke drängen lassen. Na komm. Gut. Und wir haben das schon mal wieder verkleinert. Okay. Und jetzt heißt es Jagd aufs Herz. So, den Pfeil haben wir schon mal wieder. Und das Herz weicht natürlich perfekt aus. Und wir haben es schon mal wieder freigelegt. Oh, wir haben unseren Pfeil schon gehabt, das habe ich nicht gesehen. Und wir haben das Herz erlegt. Wow. Was? Können wir jetzt kriegen wir unseren Pfeil wieder? Okay, wir sollen es wahrscheinlich anziehen. Und wir haben es geschafft. Wir haben ein Herz besiegt. Ich habe gerade noch nicht so wirklich die Ahnung, worum es hier tatsächlich in diesem Spiel geht, was wir hier machen müssen. Außer, dass wir gerade ein Herz mit einem Pfeil zerstochen haben. Ah, und unseren Pfeil natürlich wieder haben. Okay, diesen Raum haben wir tatsächlich geschafft. Geht es hier noch irgendwo weiter? Hm, nein, sieht nicht so aus. Okay, gut. Gehen wir nach draußen und gucken mal, ob sich draußen was verändert hat. Und wenn nicht, habe ich links und rechts schon weitere Türen gesehen.
So, hier. Ah, jetzt leuchtet dort die erste Plattform. Es gibt anscheinend 4 solche Plattformen und ich würde sagen, wir gehen erstmal rechts rum und nehmen diese Tür als nächstes. Ich habe hier keine Ahnung, was uns jetzt hier hinter erwartet, was wir hier machen müssen. Okay. Wir betreten den Raum und werden erstmal plattgewalzt von irgendjemanden oder irgendetwas. Oh, zum Glück resettet das Ding nicht komplett so, dass wir wieder von neuem anfangen würden. Das wäre jetzt mega fies. So, das heißt hier wieder hinein. Und... Okay. Wieso, jetzt müssen wir mal gucken, was wir hier machen müssen. Wir müssen das Ding zum Schmelzen bringen. Okay, ich hab's verstanden. Gut. Oh, jetzt springt das auch noch. Okay. Wie können wir den jetzt so kommen? Ach, das war anscheinend zu spät. Jetzt müssen wir auch noch erahnen, wann das Ding da in der Mitte drüber geht. Ah, nein, müssen wir nicht. Das Teil müssen wir auf so einen Stein wahrscheinlich schicken und dann durchschießen. Oh, das war daneben. Puiuiui. Okay, das war ein Satz mit X. Jetzt haben wir das Ding zwar abgebremst, aber hat uns letztendlich nichts gebracht. Und wir haben uns natürlich platt machen lassen.